Und damit ist viel Platz für die schnellen Leute der SG Banskulitzen. Der Wurf an den Pfosten und der Konterlauf für Warnemünde. Gut abgehalten und der Heber gehalten. Und das gehalten von Mike Stenzel. Jetzt erneut die Chance. Marco Ohm jetzt wieder im Spiel und da gelingt ihm dann Tor. 18 zu 10 nach dem ersten Treffer in der, von Warnemünde war es nun an der SG Banskulitzen drei Tore nachzulegen und hat Warnemünde damit gleich die Aggression abgekauft. Ich habe neben mir wieder Uwe Weber sitzen, auch für die zweite Hälfte. Und Uwe, es ist dann eingetreten, was du angesprochen hast. Sie versuchen beide Halben rauszunehmen, also jeweils Daniel Bach und Lars Klütermann. Und dann ist es an den schnellen Leuten der SG Banskulitzen, da ihren Stiefel durchzuspielen, die Lücken zu nutzen, die sich dann ja bieten, wenn nur noch vier Leute in der Abwehr stehen, nicht mehr sechs. Man hat es eben gesehen, wenn der Ball schnell läuft, entweder werden die Außen freigespielt oder es gibt sich eine Lücke auf halb oder in der Mitte. Wie gesagt, der Ball muss schnell laufen und ansonsten, sage ich mal, holt man 9 Meter, stellt man wieder rückkommen Leute und kommt auch zu seinen Möglichkeiten. Ja, das hat man eben noch das Tor von Florian Holz zum 18 zu 11 für Banskulitzen. Marco Ohm, aber da war der Torwart dran mit den Händen. Und da hatten wir eben kurz gesehen, welche Variante noch möglich ist. Lars Klütermann, der sich dann weiter nach vorne gegen sich mehr in den Angriff mit einschaltete und so eine Variante spielte. Eine Möglichkeit haben wir, oder hätte Bürger ja noch, mit Guido Kröger, aber er spielt ja nur teilweise, sag ich mal, im Angriff, wenn Daniel oder Lars eine Pause brauchen. Aber um ihn noch im Rückraum noch mal zu bringen, wäre ich gespannt, was Warnemünde dann macht. Ja, auch und das wäre sicherlich interessant. Und wieder dieser Konterlauf, Henrik Strauß und das Tor. Das gelingt ihm heute fantastisch. 7. Treffer bereits in diesem Spiel. Und auch vorher der gute Block von Henrik Zapp. Es läuft momentan. Aber mit dem Banskoer Vierer Mittelblock mit Wach, Klatt, Klütermann und Zapp. Wieder dieser erfolgreiche Block. Marco Ohm geht da hinterher und Henrik Strauß zum Achten. Nein. Tibor Hamann ist eben auch nicht eben irgendwer. Schon einige Bälle heute gehalten. Aber hat Bansko eigentlich eine andere Möglichkeit, als da eine 6-0-Abwehr zu spielen mit dem Block in der Mitte? Nein, ich würde hier auch keine andere Abwehr spielen. Warnemünde hat für mich enttäuschend schwache Rückraumspiele. Also Bürger macht alles richtig und man sieht ja, wir haben jetzt 36 Minuten gespielt, wir haben 11 Gegentore. Besser kann es gar nicht laufen. Was besser laufen kann, ist der Angriff. Aus 19 hätten schon 25 sein müssen normalerweise. Du bist es ja gewöhnt, du warst langjährig Trainer. Hat man als Trainer eigentlich immer was zu meckern? Nein. Man meckert nicht mit der Mannschaft, aber mit gewissen Spielern. Ich habe auch viel mit meiner Person, sag ich mal, gemeckert, gehadert. Nach dem Spiel hat man sich Gedanken gemacht, was hättest du anders machen können. Gerade in den Spielen, sag ich mal, wo man eben verloren hat. Wenn du gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Jetzt hat man es auch wieder gesehen. Die Welle läuft schnell durch.
Christian Klatt als Kreisspieler, der wirft von links außen. Wir kommen zu unserem Torerfolg. Sehr schön. Und die Stimmung in der Halle wird deutlich besser. Nur um uns herum sind die Leute gut dabei. Und das wird von Minute zu Minute lauter hier. So, jetzt sehen wir auch auf der Außenposition Roberto Wolf, der erst zur Halbzeit dazu stieß zur Mannschaft, den die Halbzeitpause warm gemacht hat und jetzt da die Position einnimmt. Auf der Außenseite als mögliche Variante zu Robert Schneidewind und auch Marco Ohm. Und wieder Hendrik Strauß. Der ist klein genug für die Lücke. Und er macht sein nächstes Tor und Daniel Bach fängt den Ball an. Ja, jetzt sind es inzwischen 10 Tore Vorsprung. Und nach dem deutlichen Sieg gegen Grimm und dem zwei deutlichen Siegen gegen Lötz und gegen Stappenhagen hier und jetzt auch der klaren Führung gegen Warnemünde, fragt man sich, wer soll die SG Bandskoletzen zumindest hier im heimischen Halle wirklich schlagen? Na, ich denke mal, in der heimischen Halle wird es für jeden schwer, hier Punkte zu holen. Wie gesagt, bleibt die Mannschaft unverletzt. Man muss immer mit dem Ausfall rechnen und gravierender Ausfall, sag ich mal, für mich auch, zum Beispiel, wenn der komplette, sag ich mal, Rückraum, wie Marius Seider, Daniel, Lars, einer sich von denen verletzen würde. Wir haben noch Christian Wach, wir haben Guido noch, aber Daniel zum Beispiel ist eine ganz wichtige Person in dieser Mannschaft. Ah, schön gespielt von eben Daniel Bach. Aber Hendrik Strauß kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und kann nicht zum 9. Mal einnetzen. Und jetzt mal die Möglichkeit, schnell zu spielen für Warnemünde. Schönes Kreisanspiel, aber Christian Klatt resolut. Hendrik kann heute seine 15 Tore machen. Ich glaube, das ist in seiner Karriere das erste Mal. Bisschen konzentrierter bei der Sache, dann schafft er es auch noch. Ja, 8 sind es bisher, also 7 müsste er noch nachlegen. Und es hätten ja auch schon mehr sein können. So 2, 3 hat er ja schon liegen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich sage. Patrick Peters mit seinem dritten Treffer zum 21:12. Trotzdem, dass es noch nicht so wirklich funktioniert hat, bleibt Warnemünde bei der Ausrichtung, nehmen beide Halben aus dem Spiel. Und öffnet dafür die Räume für die schnellen Leute der SG Bandskoletzen. Auch interessant zu sehen, dass zwei Spieler, die etatmäßig eigentlich am Kreis spielen, nämlich Christian Klatt und Roberto Wolf, jetzt die Außenpositionen einnehmen. Ist das eigentlich typisch für Kreisspieler, dass die Wände ausweichen, dann auf außen gehen? Es ist schon typisch, scheinbar, dass man das so macht. Weil der Kreisläufer dann links oder rechts außen einläuft, aber dass wenn du zwei Kreisspieler, sag ich mal, auf links und rechts außen haben, gut, wenn ich mir die Bank angucke, bürgerlich die große Variante, was zu machen. Aber das war klasse durchgesetzt von Lars Klütermann. Sein 4. Treffer in diesem Spiel, 22:12. Und es gibt 2 Minuten Zeitstrafe gegen Christian Stammke. Inwiefern, du sagtest, du bist aus beruflichen Gründen aus dem Trainersein ausgestiegen. Du hast letztes Jahr ja noch für die SG Bandskoletzen als Trainer ausgeholfen. Inwiefern
Mal abgesehen davon, dass es jetzt so gut läuft, hat man von außen das Gefühl, dass man gerne nochmal eingreifen möchte? Nein, auf keinen Fall. Ich wollte es auch letztes Jahr nicht machen. Letztes Jahr war es eine Notlösung, sagen wir, mit Guido und meiner Person. Ich kann damit leben, sag ich mal, ohne Handball natürlich nicht leben, aber damit leben, nicht auf der Bank zu sitzen. Ne? Wenn ich was machen möchte in der Zukunft, wo ich ja jetzt auch letzte Saison, sag ich mal, die Kinder trainiert habe, wenn ich das wieder auf die Reihe bekomme, würde ich viel lieber machen, sag ich mal, als im Männerbereich. Und das war eben Lars Klüdermann mit seinem 5. Treffer. Erfolgreich zum 23-12. Und spielt Bansko ja jetzt mit einem 5-1 sah erst nach Manndeckung aus gegenüber der 6. Und doch, es ist eine Manndeckung von Marius Seider. Marius? Gegen Florian Holz. Marius macht die Warnemünde spielt in Unterzahl und Bürger hat angeordnet, den Sechser rauszunehmen, den Mittelmann. Ist ja auch richtig, man sieht ja, es läuft nichts, sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Das war jetzt aber schlecht aufgepasst, hat Roberto Wolf spekuliert und Richard Voss nutzt das aus zum 23-13. Und auch den Pass schön abgefangen und Mike Stenzel. Paraden wie diese lassen ihn hier zur Kultfigur werden. Und Roberto Wolf eben hinten und jetzt auch vorne glücklos. Den Ball schön abgefangen. Und Bartko lässt es jetzt ruhig angehen. 16 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Und auch den Ball haben die Warnemünde abgefangen. Und hier ist die Chance. Und diesmal ist er drin von Christoph Rasch. Zum 23-14. Wir werden Leute, die ein bisschen mit Handball auskennen, selber schon mal trainiert haben oder ein Training gesehen haben, das kennen, dass man das Überzahlspiel auf eine Seite probiert. Gäbe es jetzt eine Möglichkeit, das Spiel auf eine Seite zu verlagern, um so große Räume zu schaffen? Aber gerade wo wir jetzt 4 gegen 4 haben, da am Kreis von Warnemünde. Nein, du sollst das Spiel bereit machen, dass der Abwehrspieler macht da den Fehler. Er rückt er nicht mit, ist er zu langsam, haben wir die Möglichkeit, in die Lücke zu stoßen und das Tor zu machen. Was mir natürlich, sag mal, erste Halbzeit, sag mal, haben sie sehr offensiv gespielt. Muss ich sagen, hat mir Warnemünde besser gefallen. Erst mit der 4-0-2-Deckung. Weiß ich nicht, ob der Trainer nochmal umstellt. Ich meine, 9 Tore ist natürlich auch ein bisschen spät jetzt. Also, wir haben mehr Platz, sag ich mal, wenn wir den Ball schnell laufen lassen, als sie da ihr 5-1 oder ihr 3-2-1 gespielt haben. Sah für mich auf jeden Fall besser aus bei Warnemünde, als was sie jetzt machen.